Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Bulldog, der schießwütige Norder ist der Daniel von der Playtime. Der eskaliert gerade ein bisschen. Wir spielen heute Evil West weiter, der eskaliert aber ganz anders. Wir spielen heute Evil West weiter. Ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Macht zu zweit fast sogar noch mehr Spaß als allein. Das ist lustig. Hier kostet mir einen Arm und ein Leg. Ich hoffe, es ist wert. Naja, wenn das nicht. Anfänger geht's gut. You're just in time. The presentation should be starting soon. What do you got for me this time? So, das zeigt sich mal aussuchen. Nicht stören. Gewährt 5 Sekunden lang Unverwundbarkeit nach Heilung. Das ist gut. Ja, ich habe jetzt. Abschuss. Ein Gegner kann direkt nachdem er sich in die Lüfte erhoben hat, mit einem einzelnen Revolverschuss mit erhöhtem Schaden getroffen werden. Gut. Okay, na, ich hab das mit der Unverwundbarkeit, wenn ich mich heil genommen. Mr. Rent hier. You remember me? Nein, ich remember mich nicht an dich. Wie bitte? Ich kann Verbesserungen kaufen. Ja, ja, du hast genug Geld, um dir Verbesserungen leisten zu können. Ja, ja. Und jetzt hast du noch ein bisschen mehr Geld. Money, money, Glückstreffer. Money, money, money. Glückstreffer ist auch nicht schlecht bei Bossen, wenn die so nach oben fliegen und der gelbe Kreis wieder bei ihnen ist und du schießt mit dem Gewehr drauf und du triffst die Schwachstelle, stellt das die Patrone, die du verschossen hast, gleich wieder her. Das heißt, du kannst ein, zwei Schuss mehr schießen. Gut. Okay, von William Rentier. Von Wilhelm, den Rentier. Rudolf zu retten aus Rendio. Bist du reingegangen? Ah, okay. Ich denke mal gerade, jetzt ist es kaputt. Wir sind beim Tesla. Alter, ich höre keinen Ton. Hallo? Du schon? Ja. Ja, wann breche ich meine mal ab? Warte, ich probiere mal so. Okay, ich habe jetzt einen Schoko. Ein Schoko. Okay. Okay, was müssen wir machen? Drücke mit Q um. Blockst du dann. Ah ja. Und dann ist er geschockt und du kannst ihn halt so richtig schön mitnehmen. Wir sind mittendrin. Schaut mal dabei, oder? Und jetzt kommt dann das, wo du dann mit dem, wie heißt das nochmal schnell? Kriegen einen neuen Vorteil, Moment. Mit Q und W auf den Gegner zustürmen kannst, eben mit diesem Handschuh-Ding. Ja. Und den dann schockst und dann sofort tak, 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 auf ihn einprügelst. Jetzt, das krieg ich nicht gebacken. Mit Q und S muss ich drücken. Warte mal, der kann Gegner, die in ihrer Lebenszeit das markieren. Achso, vielleicht geht das erst. Oh. Dann schau, wenn man das Spiel zweimal spielt, dann geht da schon was. Ja, ich drücke es und ich kann es nicht machen. Ich werde zum Nahen. Da hätte ich einen Rüstelmenschen da. Die Rüssel sind übrigens blutegel. Batsch! Batsch, Cassidy und Sundance. Shit. Weißt, Zigarren rauchen, aber dann. Die Sache ja. Auch. Aber Hauptsache. Aber Hauptsache 5 kubanische am Tag rauchen. Und sich dann über den Rauch aufregen. Geht's da rund oder da? Ich glaub da, ne? Boah, voll simultan. Wir sind ja voll die Simultierer. Hab ich auch noch mal drin, ja. Berunkel und Geschwür. Berunkel und Geschwür. Ah, da kommt auch so ein Hübscher. Ah, die sind unangenehm. Die haben so, ich sage einmal, Glühwürmchen auf sich drauf. Die laufen zu dir. Ganz ein hässlicher Vogel.
Jupp. Ja. Wenn er tot ist, ist er tot. Ah, da ist er, der Gegner mit seinen Zähnen. Wo? Hallo? Ah, ja, da ist noch einer. Diese hässlichen. Ich nenne sie auch richtig Menschen. Fliegen wie diese hässlichen Fliegenviecher. Ja, die mag ich auch am wenigsten. Wenn das dieses Tschiu kling 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 kommt, dann hast du alle Gegner, die du da hast, zerstört. So, das habe ich schon. Ja, genau. Antritt und Kanonenkugelschlag, das ist das, wenn du nach vorne springst und zuschlägst, verursacht zusätzlich Flächenschaden bei allen Gegnern. Oh, das kann ich gar nicht. Dadurch ich kann was machen. Kommt noch ein Gegner? Nein, wir sind schon fertig. Ah. Also man kann gucken, ob da noch Geld liegt, aber ich glaube nicht. Na, Vorteile? Ich kann den Vorteil gar nicht machen. Zu wenig irgendwas. Ja, Vorteilspunkte. Ja, bei mir ist auch gestanden, du hast neue Vorteile. Ich denke mal, ah, cool, geh rein und denk mal, ja genau, ich kann genau gar nichts machen, du Vorteil, du. Ah. Beim Tennis spielen, Vorteil Federer. Der Rodger. Der Rodger Federer. Der Rodger. Ach so, verdammt, das kommt dann im nächsten Video. Ich muss mich entschuldigen. Warte, was muss ich sagen? Verdammt. Das muss ich schnell gucken. Jetzt habe ich es wirklich vergessen. Was denn? Warte, das war heute. Wir waren ja heute auf dem Christkindlmarkt am Rathausplatz. Habe ich dir ja eh schon erzählt, ne? Und da haben wir dann die Schuhe von der Arbeitskollegin von der Manuela, liebe Grüße, bewundert, die Panama Check. kennst du die Schuhmarke Panama Check? Nein. Siehst du? Er kennt sie auch nicht. Panama Check? Ja, das sind so ja, Winter, Sommer, alles und so weiter Schuhe. Da kostet ein paar Schuhe 200 Euro, die sind relativ robust und Echtleder, volles Programm, volle Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Achso, dann müssen wir jetzt dem Kabel hinterhergehen. Dem gelben da oben. Und das war halt so der Running Gag, weil wir waren schon ein bisschen gut unterwegs. Aber. Da hinten bist du. Ja, da wo das Kabel hingegangen ist. Jetzt ist es blau, vorher war es gelb. Folge dem Kabel. Zum Salat. Jetzt kommt das, was ich nicht zusammenbringe. Mit dem Lichtbogen des Schockers kann man einen Sprung auf den Gegner zumachen. Q und W gedrückt halten. Alter, leck doch die Tante durch. Und die haben mich so geärgert, warum ich zu blöd bin, das zu machen. Ich auch. Was ist cool, weh? Dann. Mach's einmal zu einem Gegner. Ja, boom, und dann gleich hinhauen, wenn er so geschockt ist. Ja, hat den Gaudi die Schwarz aufgelöst. Ja, stirbt das Vogel da oben. Lächerlich sowas. Da ist noch so ein Komiker. Also das nächste Mal, wenn du einen Gegner anvisierst dann und mit Q und W hingehst, dann lauf nicht nur mal dumm, sondern sobald der geschockt ist, drück die linke Maustaste, weil dann du prügelst dem, du tust ihm weh. Du hast genug Geld für eine Verbesserung. Das hast du noch vorher auch gerade gesagt, dann hat sich gestimmt. Ah.
Ja, schauen wir mal. 3300, aber die Verbesserung mag ich nicht. Und das da? Den Glückstreffer nehme ich schon. So, jetzt sind wir im Archiv. Ich komme gar nichts. Aber ich muss noch mal schnell die Verbesserung anschauen. Da ist. Wo ist die Kralle? Ich hab doch die Kralle. Na, wie sehe ich, was ich habe? Das, wo schon markiert ist, oder? Ja, wo so ein ich glaube blauer Kreis ist oder gelber Kreis. Ich schau noch mal schnell. Eben. Ja, wo es das halt dann komplett so goldgelb ist. Ich krieg gerade Schnagaln, Entschuldigung. Also wer Schnagaln. Boah, was? Ich finde dich nicht. Ich bin hier hinter dir. Wie heißt denn Schnagaln auf Hochdeutsch? Schluck auf! Schluck auf! Ja, ich krieg grad Schluck auf. Schwitzdeutsch, Hitzki. Oder Glucksi. Glucksi? Also, Glucksi, ja. Bei euch müssen sich ja Überfälle urlustig anhören. Händli ins Lüftli, das ist ja Überfalli. Wird das so abrennen? Galt da, das ist schon Überfall. Oh. Ich muss mal was schauen. Jesus, gotta get out of here. It's gonna blow. Fallen, ein Klassiker aus dem Rentierkrieg, damit gewinnt ihr. Nutzen so, okay, ich hab die Krallen. Cool, wie macht man das? Batsch, 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 jetzt mein Tintenkopf da, jawohl. Das war ein Trick, was so schön war, da, jawohl. Tintenkopf. Hä? So, wir haben einen dritten Kopf, jawohl, jawohl. Nächste bitte. Gerne, gerne. Da haben wir uns dabei um die netten Vogel gekümmert. Ein hässlicher Vogel da. Ah, das sind diese Mistkrähen da. Wie kommen denn von denen da? Patsch, 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 patsch. Erst ja. Jetzt, wo ich das kann, macht das gleich doppelt so viel Spaß. Putsch, putsch. Ah, die Tür ist offen. Gut. Da ist noch was zum Zadebban. Mit 80 Geld. So, liebe Kinder, im Normalfall, wenn die Hütte brennt, steigt man nicht in den Fahrstuhl ein. Ne? Stiegenhaus. Schick da hochgeklebt. Ja, das ist ein Parkourläufer, ha? Der kann Sachen, die können andere nicht. Er kann zum Beispiel machen, dass die Luft stimmt. Finde William Red, ja mein. Wir sind William Rentier. Wir sind der Jesse. Der hat dann noch einen Bruder, der heißt Rudolf Rentier. Ja. Aber der ist in einem anderen Spiel. Der Franz Rentier. Oh, das ist auch ein Hüpfer. Ja, das sind die gefährlicheren. Die sind schon ein bisschen schneller und die haben auch so einen Angriff, wo sie dann leuchten, der nicht blocken geht. Außer du trittst den in die chronischen Juwelen. So, wo hast du jetzt? Ja. Wo hast du jetzt das? Was? Schockwellenschlag. Der ist auch gut, der Schockwellenschlag. Der Schockwellenschlag ist auch gut. Schockwellenschlag. Oh, ja, hallo. Aha, da geht schon los. Die wilde Fahrt. Ja, hier. Bam, 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 bam. Da bin ich schon tot. Das gibt's doch gar nicht. Schau drücken, um einen Mord Spaß zu haben. Drück ja V, aber das kann ich genau gar nicht. Ja.
Ich bin tot. Ich komme schon, ich komme schon. Ich muss noch ein bisschen ausweichen. Okay, ich drück mal drauf. Ja, bam! So geht das. Warte, noch ein. Bam! Oh, ein Heilkugel. Oh, Heilkugel. Bist du auch ein Heilkugel? Oh ja, wo kriegt man die? Die fliegen einfach so, random. Random. Random herum. Das ist random, das ist. Der wird neuer Papst, der Random. Random, der Rotzinger. Energiebündel hier auf so einem. Ja, okay. Jetzt hast du unten links so Batterien. So wie der, wie damals beim Nokia 3210, die Akkubalken. Ja. Meine sind null. Ich hab einen. Aber die fühlen sich, glaube ich, auch mit Schlägen auf oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schaut mal. Jetzt kommt auch so ein Boss, bei dem ich ein, zwei, oder Boss, so eine Stelle, wo ich ein, zwei Minütchen gebraucht habe. Warte mal, bleibt hier. Rutsch, 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 rutsch. Und ich drücke V. Oh, das ist ein Maul hier. Wenn ich V drücke, warum passiert da nichts? Weil du keine Energie hast. Ja. Bam, 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 bam. Okay, das ist ein bisschen ziemlich egal hier. Okay. Also ist schon richtig leibend, oder? Ja. Quatsch. Oh, ich bin tot. Wo bist du? Ah. Hui, Lili, Lili, Lili. Die Viecher sind am Arten. Der lässt er die alten Pollen raus. Ja, der bin ich komplett. Ja, jetzt bin ich auch hin. Du bist gestorben. Ja, weiter. Ja, weiter geht's. Ja, bei der Stelle bin ich auch zwei, dreimal gestorben. Ja, bitte, William, das Rentier. Wie läuft der Rentier? No, das Rentier. Also wäre ich auch in die Nuss. Quatsch, 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 nicht vergessen, mit Q kannst du dann blocken auch, gell? Ja, stimmt. Quatsch, 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 da gibt's mich ordentlich. Auf die Mütze. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Seh, seh. Naja. Das vergesse ich ab und zu. Das ist ja wieder umgefallen. Doch gar nicht. So tödlich umgefallen? Dankeschön. Das fall schon wieder um. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaub, also du musst auf diese gelben Kugeln da aufpassen, die am Boden rumrennen. Ja. Ah. Wo bist du da? Ich glaube, das wird schwieriger, ja? Ist das der Endgegner sozusagen? Dankeschön. Na, noch nicht, glaube ich. Ja, wenn man überlegt, wie viel man auf so ein Vieh schießt, ist das wirklich tot umfällt, das geht eine Zeit lang. Ja. Ja. Ja, zweimal für den Kampf, das ist voll okay. War da irgendwo eine Kiste?
Na, Kratzel rüber. Kratzel rüber. Na, danke schön. So, da ist doch eine schöne Sackgasse. Eine wunderschöne Sackgasse. Das die Sack, Rüdelergack. Rüdelergack. Die Gasse mit Sack. Ah, ist es eigentlich immer so dunkel oder findet es auch am Tag manchmal statt? Ah, es ist meistens dunkel, aber es gibt auch Tagesszenen. Da, da, da. Die Sequenz ist cool, weil die Tochter von dem Pater, wo ich immer Pater gesagt habe, Bäderkasten hat, die hat so einen richtigen, die hat echt einen weg. Get him out of here. I got this. Aber so richtig. Mal gespannt. Oh ja. Ja, die halt seinen Kopf, ne? Ja. Die Kleine ist so ist dicht ein drauf. Mensch? Nein, nein, sie ist. Ich weiß noch nicht genau, was sie ist, aber sie ist ein bisschen anders vampirisch. Aber der hat schon. Wir sind Menschen, ja? Jetzt sind wir obdachlos. Obdachlos durch die Nacht. Also sie scheint ziemlich unbezwingbar zu sein. Vom Dach ich glaube, dass sie der Endboss ist. Aha. Also glaube ich. Und sie ist auf jeden Fall, also die hat mehr als einen Schrauberl nicht da, wo es gehört. Jetzt so mental. Also die Viecher sind eigentlich alles Vampire, ja? Ja, ich denke schon. Zombies, Vampire, Dämonen. Weißt du, William Rednose Reindeer? Na, der Rudi. Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, yeah, never get married. Now stop blabbing, you're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. This is the key. Let it out of your soul. Watch out, there's a lock. It's all you've got. It's in your hands now. I can smell. We need to stop. Stop? We need to get the fuck out of here. We need to find a defensive position to hold us over till morning. Then we head to Calico. My wife could blow this defensive position over with a wet fart. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses and we'll stand our ground up there. Ein ganz eigenes Ding, hä? So Wild Westen und ja. Oh, eine neue Wumme. Ja, jetzt haben wir die Schrotflinte mit F. Die hat auch eine relativ lange Nachladezeit, aber baff da! Ja. Das ist so ein Wegräumer 2000. Ja. Eingebohlen Viecher. Ach, da ist ja noch einer. Ach, da oben stehen sie! Ich denke mal schon, wo kommen die Erde vorhin her? Es ist so umgefallen. Aber ich habe doch viel Energie gehabt. Ich dachte, das ist entscheidend. Doch nicht.
schon mal ein Schläfchen. Das haben wir den. Badabum, badabum. Drecksviecher. Ganz schön beschäftigt, ne? Ja. Lustiger, warum kommen da so viele? Ja. Und okay. Na, jetzt Schnauze halten, bitte. Cassidy. Und Sundance Kid. So, wir müssen uns moven. Da kommen noch ein paar. Warte mal, ich laufe zuerst da lang, weil da war ich voriges Mal, glaube ich, nicht. Sehr schön. Eine Kiste? Und wir brauchen noch. Ja. Wo war denn das mit dem Rufzeichen? Ah. Ich habe eine Knarre. Na, habe ich nicht. Also doch, ja. Wir haben ein Ding vergessen in der vorigen Mission. Das wurde ich jetzt aber schon. Yo. Yo. Heidi hodeldi ho. Wie kann ich denn die Pistole nehmen? Ich habe ja noch eine Pistole. Eine E drücken. Ja, ich habe nur E auf den Blau. I'll take it. Na, hupf drüber. So, da geht's schon los. Mein F. Hallo, wieso geht mein F nicht? Das muss doch fertig aufladen. Genau. Vertical. Ich wurde hier von so einem Oko-Kau geschlagen. Aber ich komme schon. Danke schön. Ja. Der ist sehr mal flach. Wahnsinn. Easy going. Der Fat Boy. Jetzt kommt ein Fat Boy. Oh ja. So, den sein Schild muss man kaputt machen. Dann kann man den richtig gut einschenken. Okay. Benutze entweder so Kampfhandschuhe oder Radio Donnerbüchse. Und gegnerische Panzerungen. Okay. Und jetzt gib ihm. Ah, das geht ja schon los. Ey. Ach, ich bin so doof. Ein Schlag von diesem Rüssel hier. Schon. Ja. Der schiebt irgendwie sein Schild und so. Ach du blödes Mist, wie du blödes. Ja, du Big Guy, ja. Wer will es wissen, hä? Wie ist denn schwierig, Mann? Den das will ich gar nicht wissen. Ah, ich muss weg. Schön. Das Schild ist kaputt. Jetzt nicht mehr. Nein.
Da schießt er mit ihrem Schild auf mich. Gibt's doch nicht. Kannst du die Rolle machen? Mit der Leertaste weichst du aus. Ah ja. Wow, das war knapp. Alter Schwede. So, steh auf. Da. Oh, der berührt mich zweimal und ich fall um. Ja, komm, Sadala. Wenn du da herumrennst. Und jetzt gib ihm. Au. Nicht so. Ich bin tot. Du musst mich aufheben. Okay, wo bist du? Mit Leertaste. Okay. Wir sind tot. Na gut, noch einmal. Natürlich. Ausweichen, gell? Ja, stimmt. Ja, passt, ja. Das ist ja wirklich. Er schießt uns von weitem. Aber bringen tut Dinge gar nichts, ja. Oh Gott. Ausweichen. Reicht doch raus, du. Alter Vater, jetzt bin ich immer. Also jetzt bin ich tot. Gut, die haben gesagt, ein Gewehr kannst du sein lassen. Erschlagen ist schon das Beste, ja. Oh, gleich von hinten an. Okay, und weg hier. Hau ab! Jetzt kommt wieder so ein scheiß Ogo. Ja, ich bin wieder platt. Das ich auch. Ja du, das ist echt schwer, gell? Das ist wirklich schwer. Aufpassen, gell? Ja. Ah, jetzt habe ich da hingeschossen. Jetzt, sag mal. Der ist ja unzerstörbar, dieser fette Rostling da. Ich bin schon platt. Das ist ja nicht der Vieh. Oh, gekommen. Ich wollte gerade los. Was ist so eine Rolle vorwärts machen? Und gib ihm. Und gleich draufhauen. Halt es. Ja, ich rücke. Ja, quatsch. Ja, du hässliches irgendwas. Stirb doch endlich mal, das ist doch gar nicht. Ich hau den Ding eine runter, das ist ja unglaublich. Komm. Ausweichen. Keine Chance. Ah, ich bin platt. Hat das Höselschwein versucht von hinten zu erregen? Warum habe ich keine Heilung? Das
da kommen auch noch diese Fugi oben. Also, Achtung, oh. Boah, das war knapp. Ja. Den haben wir gut glatt gemacht. Oh, ich bin platt. Verdammt, du. Oh. Scheiße, bin ich auch gleich platt. Ja, ich bin auch platt. Oh, wir waren schon besser, wir werden besser. Das gibt's doch gar nicht, sag mal. Aufweichen, glaubst du? Die ist ja abraten. Ich bin schon wieder flott. Sag mal, wie viel Leben hat denn das richtig hier? Lädt sich der eigentlich immer auf, wenn wir sterben? Ja, ja. Den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt hat es dich auch erwischt. Den habe ich gar nicht gesehen. Und alles weg. Schauen wir jetzt mal. Hinten mal treffieren. Ja. Und jetzt müssen wir uns doch um die Kleinen kümmern zuerst. Ja. Ja, das ist ja auch schon schwer genug, Mann. Oh, ich bin schon blau. Sag mal. Mach dein ja fertig, ey. Der ist aber ein übler Gegner. Alleine hat er gar keine Chance. Oh ja. Ja, mit der Zeit dann. Ja, jetzt hat sie auch recht. Oh ja, tot. Ja. Sterben kann ich. Jetzt wollte ich dich gerade heilen und dann hat es erledigt. Aber den Krüppel packen wir schon noch. Das ist ja. Ich muss nochmal, also Q und F ist etwas, Q und B. Ja. Du schlägst eigentlich immer mit der rechten Maustaste, oder? Nein, mit der linken. Mit der linken, ja. Okay, jetzt wollte ich gerade aufheben. Also, das war auch sinnlos schwierig da. Okay, danke schön. Sehr gut, und gleich drauf. Ja, ich bin hier weg. Ach du Schande. Ah, ist nicht mehr so stark wie auch schon. Ah, ich weiß, die kommen aber hin zu fünft oder so. Wo liegst denn du ungefähr? Ich sehe das schon. Was war denn jetzt? Ich hab meinen Faustschlag auf den Boden gemacht. Boah, Herrst, wir losen da ab, hey. Übel. Oh, ich muss weg, ich bin wieder tot. Heilen. Also ich muss jetzt mal die Heilung ein bisschen achten. Ich will da ein bisschen taktisch und reinstellen. Ich bin am Boden. Neu.
Wenn du einmal Thrill willst. Ich komme eben auch am Boot. Ich komm gleich nach. So, und Schuss in den Rücken. Blöder Arsch, du. Oh Mann, okay, ich muss weg, sonst bin ich gleich wieder weg. Ich muss weg, sonst bin ich... Oh, oh, ich bin schon tot. Also, wir lusten wirklich auf. So was. Wo bist du? Da. Ah ja. Und weiter geht's. Schön. Hat er schon mehr? Da hat er schon mehr links. Au! Es wäre der fette Rüsselmensch da nicht so gut. Kommen noch diese sinnlosen Ogre. Kommt alle zu mir, alle zu mir, alle zu mir. Achtung! Ist es ausgegangen? Nein, schade. Weißt du, auch wenn die Ogre alle erlegt hast, kommen die immer wieder noch ein paar. Das Rüssel, Tio. Ja. Genau reingrollt. Genau reingrollt. So, jetzt ist aber fertig. So, jetzt konzentrieren wir uns. Jetzt wird Konzentration gemacht. Ach, eine Kleine. Komm schon. Rutsch, rutsch. Mütze, ich bin schon tot. Wie kann das sein? Ich hau rein wie ein Idiot. Ja, aber du musst doch ausweichen und blocken. Ja. Ja, in einem Chaos. Wenn wir Rücken schießen, tot. Ja, gleich mal raus. Man muss hier wirklich. Was für eine Nacht oder was er hatte. Ich hab. Ja, super. Ja, du. Miese. Oh Gott. Ja, man muss wirklich übelst ausweichen. Oh, ich bin am Boden. Oh, wo bist du denn? Hinter dir, oh. Links von dir. Ja. Ah ja, da. Ich komme. Ah. Geht jetzt was? Wie kann ich dich denn hoch? Mit Leertaste. Ja, mach ich ja, aber das bringt nichts. Ich muss stehen bleiben bei mir. Ah, jetzt. So. Hier stehen. Ich bin schon wieder am Boden. Gibt's ja nicht. Hält mich auf schnell, bitte. Achtung, Achtung, Achtung! Ah. Sag mal, der ist ja unsterblich. Da kommt dieses scheiß Auto. Das ist Tempo. Das schafft ja. Dankeschön. Okay, während ich in diesem Schlagrausch bin, bin ich nicht unverwundbar. Habe ich gerade gelernt. Aber wir werden besser. Da soll man einen Schnitt machen und in die nächste Folge rübergehen. Ja, würde ich sagen.
Die nächsten 10 Folgen. Dann verlassen wir euch jetzt einmal nach Dreiviertelstunde, ist es eh voll okay. Ja. Und rutschen in die nächste Folge rüber. Und ich denke, dann schafft man in der nächsten Folge. Also, ne? Auf Holz sind die oft und so weiter. Ja, passt. Na dann bis zur nächsten Folge. Pfiat euch, Baba.